Wir dürfen alle heute Skateboard fahren. Und das hat riesig Spaß gemacht. Das ist ein bisschen wackelig, aber wenn man die Hand ausstreckt, da kann man das Gleichgewicht halten. Und ein Mann ist da und sagt immer den Kindern, was das ist und wie man gucken muss und wie man sich fühlt. Mein Name ist Peter Körfer. Ich habe die Idee von Autista Skates hierher gebracht nach Augsburg, in die Blue Box, die Idee, Autisten auf Skateboards zu bringen. Ich bin der Ben, ich gebe Skateboard-Kurse und mich hat der Peter Körfer eben angesprochen, dass er so ein Pilotprojekt starten möchte mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Und dann habe ich gesagt, klar, bin ich sofort dabei. Ich habe die Idee mit in die Selbsthilfegruppe getragen, für die ich mich ein bisschen engagiere. Und wir alle waren eigentlich, alle Eltern waren begeistert von der Idee und haben gesagt, da machen wir gerne mit. Und das war so der Startschuss, dass ich gedacht habe, gut, wenn ich ein positives Feedback habe, dann möchte ich auch gerne weiter probieren. Und es wurde ganz schnell, ganz einfach, das Ganze zu organisieren, weil so viele Leute so begeistert mitgemacht haben. Mir hat es besonders viel Spaß gemacht, das war auch was Neues zu erproben, mit besonderen Kindern zu arbeiten, aber auch ziemlich schön und ich glaube, für die Kinder war es auch eine besondere Erfahrung. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich wäre immer wieder dabei. Ich bin den Schritt gegangen, dass ich mich gar nicht zu weit eingearbeitet habe in das Thema Autismus, weil ich mir denke, man geht sonst zu vorsichtig an das Ganze ran. Weil es dann hieß so, ja, sie hätten Berührungsängste und ich habe mir gedacht, das schiebe einfach alles mal auf die Seite und mache es bei anderen Kursen auch. Es ist völlig entspannt. Ich habe den Eindruck, die Kinder sind viel lockerer als sonst. Wir haben oft Schwierigkeiten sonst in großen Runden oder wenn viele fremde Leute da sind, dass die Kinder ängstlich sind und sich nicht trauen. Das ist hier ganz anders. Jeder hat Spaß an der Bewegung und am Skateboard. Es ist ein Gemeinschaftsgefühl da. Man macht was zusammen. Die Eltern sind da, andere Kinder sind da und was will man mehr? Mir als Mama und vielen anderen Eltern hier gefällt es unheimlich gut, weil man ein bisschen ins Gespräch kommt und weil man einfach sehen kann, wie unsere Kinder Spaß haben. Und ich glaube, wir sind wirklich total begeistert. Es ist ein totaler Volltreffer. Für die Zukunft würde ich tatsächlich gerne sehen, dass die Idee von anderen Leuten aufgenommen wird. Ich denke mal, ich habe allen gezeigt, dass es funktionieren kann. Und wenn ich jetzt genügend Leute finde, die das Ganze unterstützen finanziell, dann bin ich gern dabei, das Ganze nochmal zu machen. Und wenn tatsächlich da so ein bisschen so eine Regelmäßigkeit rauskommt, das wäre eigentlich schon so ein Herzenswunsch, der sich erfüllt.